Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, verehrte Gäste. Der Bundeshaushalt 2017 ist ein Haushalt, wo wir zum vierten Mal in Folge einen ausgeglichenen Bundeshaushalt vorlegen. Und sehr geehrte, geschätzte Kollegin Andreae, wir halten hier nicht etwa falsche Versprechen und posaunen etwas laut nach draußen, was wir am Ende nicht halten können. Wir sind angetreten und haben gesagt, wir wollen einen nachhaltigen Bundeshaushalt. Wir wollen einen generationengerechten Haushalt. Wir wissen, dass unsere Kinder nicht auf Schuldenbergen spielen können. Und deswegen wollen wir eben auch dafür sorgen, dass wir endlich einen Paradigmenwechsel machen, den ersten seit 1969 in diesem Land, wo wir uns daran halten, was jeder private Konsument zu Hause auch macht, indem er einfach nicht mehr ausgeben kann, als er selber in der Tasche hat. Dafür steht diese Bundesregierung, und mein Dank gilt dem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und der gesamten Bundesregierung, die dafür sorgen, dass wir eben diese schwarze Null haben, eine vorausschauende Finanzpolitik, kein Sparzwang aus Selbstzweck, sondern eben, wo wir auch die künftige Generation in Deutschland bewusst mit einpreisen. Und sehr geehrte Frau Kollegin Verlin, Sie haben doch wahrscheinlich dem Minister Sigmar Gabriel gerade nicht zugehört. Er hat doch gesagt, natürlich gehen wir diesen Weg der Energiewende in Deutschland. Und ich glaube, wir haben einen gesellschaftlichen Konsens in diesem Haus, dass wir aus der Kernenergie herausgehen, aus den fossilen Energieträgern in Zukunft mehr und mehr herausgehen und hinein in die erneuerbaren Energieformen. Doch der Unterschied zwischen unseren Parteien mag vielleicht sein, wie wir diesen Weg beschreiten. Unser Ansatz ist zu sagen, wir wollen diesen Weg maßvoll mit Augenmaß gestalten, wo wir eben nicht die Wirtschaft vor den Kopf stoßen, wo wir eben nicht eine ganze Region strukturell zurücklassen, wo wir eben nicht diese sozialen Fälle des Umbruchs haben, die wir nicht auffangen können, sondern wo wir sagen, wir wollen die Menschen mitnehmen, wir wollen ihnen Angebote machen, wir wollen sie im 21. Jahrhundert in Lohn und Arbeit haben, wir wollen, dass wir diese 43,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Zukunft ausweiten und nicht reduzieren. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann war das hier gerade von Ihnen ein Plädoyer für höhere Steuern. Sie haben gesagt, Heizöl muss mehr besteuert werden. Und da frage ich mich schon, ob Sie wirklich Ihr Ohr auch an der Basis derer haben, die das am Ende des Monats bezahlen müssen. Und das ist genau der Punkt, den diese Bundesregierung mit maßvollem Ansetzen voranträgt. Weil wir sagen, die Energiewende muss bezahlbar sein, sie muss sozial verträglich und sie muss wirtschaftlich verkraftbar sein. Denn wir wollen nicht die Einsen und Nullen in der Zukunft im Finanzwesen nur noch verschieben, sondern wir wollen industrielle Wertschöpfung in unserem Land halten. Und deswegen, glaube ich, sind Sie auf dem falschen Weg, wenn Sie mal wieder höhere Steuern, höhere Abgaben, mehr Belastung, vor allem für sozial Schwächere fordern und aber nicht die Konsequenzen dessen berücksichtigen, dass das am Ende des Tages jemand bezahlen kann. Herr Kollege Hartmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dr. Verlinden. Gerne. Danke, Herr Hauptmann, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich wortwörtlich gesagt habe, dass derzeit das Heizöl in Deutschland niedriger besteuert ist als in fast jedem anderen EU-Land. Tatsache ist, 6 Cent ist die Heizölsteuer für leichtes Heizöl derzeit in Deutschland. 18 Cent ist der Durchschnitt der EU-Länder. Und dass ich vor allen Dingen darauf hingewiesen habe, dass es eine interessante Ungleichbesteuerung gibt zwischen Heizöl und Erdgas. Wenn Sie das nämlich umrechnen, wie viel Heizöl derzeit pro Tonne CO2 an Steuern kostet und wie viel Erdgas für eine Tonne CO2 kostet, dann gibt es da einen Unterschied. Und okay, auf diese Differenz habe ich hingewiesen, weil wenn man eine konsistente Klimaschutzpolitik machen möchte, dann wäre es meinem Vernehmen nach klug, einen einheitlichen CO2-Preis anzustreben, okay, weil damit natürlich angereizt wird, dass die Brennstoffe, die weniger CO2 emittieren,
mehr nachgefragt werden. Frau Kollegin, ich habe Ihre Punkte sehr wohl zur Kenntnis genommen. Aber bitte nehmen Sie doch auch mal zur Kenntnis, dass wir in Deutschland 30% höhere Energiekosten als in Frankreich haben, 50% höhere Energiekosten als in den USA. Mit diesen Ländern stehen wir im Wettbewerb. Hier wollen wir wirtschaftlich überhaupt noch konkurrenzfähig sein. Das heißt, geschätzter Kollege, wer schreit, hat immer Unrecht. Also, es lohnt sich, jenseits der Heizölkosten die Gesamtbilanz anzuschauen. Und in dieser Gesamtbilanz der Energiekosten gab es in den letzten Jahren, bedingt durch die Energiewende, wo ich sage, die tragen wir alle in diesem Haus mit, einen stetigen Anstieg für private Verbraucher und für industrielle Firmen. Und deswegen muss das maßvoll mit Augenmaß gestalten, wie wir das auf der Regierungsseite wollen und nicht mit übertriebenen Forderungen seitens der Opposition. Sehr geehrte Damen und Herren, und es kommt ja auch immer wieder der Vorwurf der Opposition, dieser Bundeshaushalt, er investiert nicht genug. Ich frage mich eigentlich, wie kommen Sie zu diesem Schluss? Wenn Sie sich die Politikbereiche, die relevant sind für unser Land, anschauen, dann sehen Sie, dass seit 2013 wir kontinuierlich weiter die Investitionen gesteigert haben und dass das bis 2020 auch noch weiter fortgesetzt wird. Wir haben alleine dieses Jahr die Investitionen um 4,4 Milliarden auf 36 Milliarden Euro gesteigert. Und das alles noch einmal ohne neue Schulden. Und wir haben hier eben geschaut, dass wir besonders die Bereiche der Wirtschaft unterstützen, die in diesem Prozess der Transformation in eine neue Zukunft starten möchten, nämlich kluge Investitionspolitik in technischen Fortschritt. Wir haben unseren forschenden Mittelstand in die Lage versetzt, hier unter die Arme zu greifen. Wir haben die Bereiche der industriellen Gemeinschaftsforschung um 30 Millionen ausgeweitet, das ZIM-Programm 10 Millionen ausgeweitet. Schauen Sie sich doch mal bitte in Ihren Wahlkreisen an, wie kommen die Förderungen des Bundes vor Ort bei Ihren Unternehmen an. Ich finde das jedes Mal phänomenal. Ich habe in meinem Südthüringer Wahlkreis mir die Mühe gemacht, das vor Ort anzuschauen. 248 geförderte Projekte, über 30 Millionen Euro seitens der ZIM-Mittel gehen an die Unternehmen. Und die Unternehmen verdoppeln diesen Anteil auch noch mal. Das heißt, hier entsteht wirklich ein Forschungsanteil, getrieben im Mittelstand, made in Germany, der uns international wettbewerbsfähig in diesem Land macht. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr vernünftiger Ansatz, den wir hierbei gehen. Aber wir legen eben auch einen anderen Schwerpunkt, indem wir sagen, wir wollen einen Dreiklang. Wir wollen die Digitalisierung, die Automatisierung und die Internationalisierung in diesem Land fördern. Digitalisierung, das ist, glaube ich, jedem klar, dass wir in ein neues Zeitalter hineingehen, wo wir es in Deutschland nicht geschafft haben, Weltmarktführer bei den Plattformanwendungen zu sein. Die sind alle durch die USA getrieben. Das heißt, hier sind wir nicht dabei. Aber jetzt stehen wir vor der Frage, wie können wir bei einer hohen Industriedichte, bei einem unglaublich starken Know-how in unseren Hochschulen, wie können wir hier ansetzen, um diese Industrie mit den Plattformen der Zukunft, mit der Digitalisierung verknüpfen, verbinden? Und wie können wir eben hier schauen, zukunftsfähige Modelle zu machen, dass wir in Zukunft wettbewerbsfähig auf einer globalen Ebene sein werden? Der zweite Punkt der Automatisierung ist nicht minder spannend. Auch hier lohnt ein Blick in die mittelständische Unternehmenskultur. Ich spreche nicht von den großen DAX 30-Konzernen, sondern ich spreche von Familienunternehmen mit 20, 30 Beschäftigten, die vor der Fragestellung des demografischen Wandels, vor der Fragestellung des Fachkräftemangels in unserem Land stehen und die eben diese Automatisierung nehmen wollen, um hier zusätzlich Wettbewerbsfähigkeit zu generieren. Und beim dritten Punkt bin ich bei einem Punkt, der dieses Haus immer wieder in den Debatten sehr emotional befasst. Und das ist das Thema Internationalisierung. Wir von der Union, und ich bin auch dankbar, dass die Bundesregierung das genauso sieht, sagen, wir wollen uns international nicht abschotten. Wir wollen nicht, wie es aktuell der neue gewählte Präsident in den USA vorgeschlagen hat, als ersten Punkt der neuen Regierung Mauern hochziehen, Zölle Einführungen und uns vom internationalen Handel verstecken. Wir glauben eben an diese Mehrwirtschaft, nicht 2 plus 2 gleich 4, sondern 2 plus 2 gleich 5 im internationalen Handel. Und das sehen wir an praktischen Beispielen, wenn wir uns das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Südkorea anschauen.
55% beträgt der Zuwachs im Handelsvolumen. Übrigens auf beiden Seiten, getrieben durch Export und Import. Wir verkaufen mehr nach Südkorea, wir kaufen aber auch mehr aus Südkorea. Es ist ein Benefit, ein Zuschuss für das Land Südkorea, als auch für Deutschland und die EU. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die größten Bedenkenträger im Vorfeld, die deutsche Automobilindustrie, waren hinterher die größten, die davon auch mit profitiert haben. Das heißt, es lohnt sich hier wirklich ins Detail zu gehen und aufzupassen, dass wir hier mit unseren 1.600 Hidden Champions im Mittelstand besser gerüstet sind als jedes andere Land der Welt, um diesen Prozess der Globalisierung nicht nur aktiv zu gestalten, sondern auch um in diesem Wettbewerb zu bestehen. Und deswegen wollen wir fairen Handel. Aber fairer Handel bedingt etwas, er bedingt nämlich freien Handel. Mit Zollschranken und Abschottung kann ich keinen fairen Handel auf der Welt generieren. Und wir sagen, wir stehen auf der Seite derjenigen, die weltweit für fairen und gerechten Handel einstehen. Wir wollen internationale Freihandelsabkommen. Wir wollen unsere hohen europäischen Standards zu goldenen Standards auf der Welt machen. Und deswegen kämpfen wir auf der Seite der Bundesregierung mit der europäischen Kommissarin Cecilia Malmström so vehement dafür, dass wir die Regeln des 21. Jahrhunderts definieren, sozial gerecht, aber eben auch im Wettbewerb international, wo wir unsere Unternehmen mitnehmen und ihnen die besten Chancen dafür geben. Und dafür sorgt diese Bundesregierung, dafür sorgt dieser Haushalt. Und deswegen verdient er volle Zustimmung. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist für die CDU-CSU der Kollege Peter Stein.